So, jetzt haben wir den Fall, wir haben einen wurzelbehandelten Zahn, der muss entfernt werden, dann ist der entfernt worden und dann ist natürlich die große Frage, ja was denn jetzt? Denn so ein Implantat hat natürlich auch entsprechende Kosten. Welches Material sollte ich nehmen? Worauf sollte ich achten? Was ist hier das Mittel der Wahl? Was ist State of the Art? Und wie gehe ich denn hier optimal vor? Oder kann ich das vielleicht auch mit einer Brücke machen? Muss ich den Zahn überhaupt versorgen? So, und dazu möchte ich euch jetzt im Folgenden die verschiedenen Möglichkeiten darstellen. Und mir ist aber ganz wichtig, dass ihr wirklich immer in dem Bewusstsein seid, ihr entscheidet, was da passiert. Die Frage, die ihr euch immer stellen müsst, ist jedoch die, was muss ich tun oder was möchte ich tun, was möchte ich investieren, um meine Gesundheit optimal zu erhalten und mich optimal vielleicht vor entsprechenden Veränderungen zu schützen. Also Lösung 1, Zahn ist raus, wird entsprechend gut versorgt. Auf diese ganzen biologischen unterstützenden Begleitmaßnahmen gehe ich nochmal gesondert ein, sonst wird es hier, glaube ich, ein bisschen zu komplex. Also Zahn ist raus. Idealerweise, wenn du sagst, ja, ich möchte gerne ein Implantat, dann würde ich ein sogenanntes Keramikimplantat empfehlen, was man dann als Sofortimplantat einsetzt. Keramik hält nicht wie Titan mit einer Entzündungsreaktion ein, sondern ist auch von aktuellen Studien allgemein nun anerkannt, dass das Mittel der Wahl ist, im Rahmen einer Sofortimplantation den Zahn und das Zahn oder beziehungsweise das Zahnfach optimal zu stabilisieren. Das heißt, der Zahn kommt raus, es wird alles vernünftig sauber gemacht, alles Entzündungsgewebe wird entfernt, plus unterstützende entsprechende biologische Maßnahmen und dann wird dort ein Keramikimplantat reingesetzt. Dieses Keramikimplantat muss in der Regel im Oberkiefer beispielsweise zwischen 4 und 6 Monaten einheilen, im Unterkiefer haben wir ungefähr 3 bis 4 Monate, aber, und das ist das große Aber, es ist immer individuell davon abhängig, was du als Unterstützung einfach deinem Körper Gutes tust, wo du stehst, wie dein Knochengewebe ist und so weiter. Das heißt, es sind nur Richtwerte. Das ist keinesfalls für jeden Patienten auf das Gleiche anwendbar. Das ist keine Blaupause. Ebenso sind die Kosten von Implantat zu Implantat auch sehr unterschiedlich, weil es immer wieder auf die Situation ankommt, was wir als Begleitmaßnahmen noch zusätzlich zur Unterstützung machen müssen, wie viel Knochen beispielsweise vorhanden ist, wie groß der Defekt ist. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, dass man erst den Zahn entfernt, den Bereich erstmal sich regenerieren lässt, Knochen aufbaut und dann in einem nächsten Schritt erst das Implantat setzt. Wenn dieses Implantat dann eingeheilt ist, kommt eine entsprechende Krone im Rahmen eines Einzelimplantates drauf. Oder wenn es vielleicht ein Pfeilerzahn für eine Brückenkonstruktion ist, wird dann die entsprechende Brücke da drauf gesetzt. Das sind Kronen, die in der Mitte mit einem Brückenzwischenglied versorgt sind, was aussieht wie ein Zahn und eben im Prinzip diese Lücke übersetzt oder überbrückt. Deshalb eben auch Brücke. Das heißt, wir können oftmals mit Einzelimplantaten wunderbar die fehlenden Zähne ersetzen, auch reihenweise ersetzen. Oder manchmal ist es so, dass man aufgrund von Knochenverhältnissen vielleicht sich dazu entscheidet, an bestimmten Punkten nur die Implantate zu setzen, damit wir statisch eine gute Lösung haben, aber vielleicht einfach auch die Situation nicht mehr hergibt. Wichtig ist es auf jeden Fall immer, egal was du tust, ein Sofortimplantat darf nicht belastet werden. Das heißt, das muss ganz in Ruhe einheilen, es muss wirklich gut gepflegt werden, aber du solltest auf dieser Seite, wo dieses Implantat gesetzt wurde, oder die Implantate gesetzt wurden, nicht kauen. Nach 6 bis 8 Wochen kannst du das vielleicht leicht belasten, indem du Sachen auch mal da vorsichtig drauf kaust, die du wirklich mit der Zunge auch schon zerdrücken kannst. Aber grundsätzlich solltest du diesen Bereich wirklich schonen, denn je mehr du das belastest, desto instabiler ist die Situation. Du musst dir das vorstellen wie eine Knochenbruchheilung, wo zusätzlich dann entsprechend das Implantat einwächst und die Primärstabilität einfach auch gegeben sein muss. Denn nur mit guter Ernährung, entsprechenden Nährstoffen und entsprechenden Begleitmöglichkeiten, Maßnahmen unterstützen kannst und dann,
wenn das soweit ist, dass dieses Implantat versorgt werden kann, langsam Stück für Stück wieder belastest. Also ich sag's mal so, wenn du einen Gips hast, dann denkst du ja auch nicht darüber nach, mit diesem Gipsbein Fußball zu spielen. Im Umkehrschluss, wenn du gerade den Gips weg hast, dann gehst du ja auch nicht da dran und sagst, okay, jetzt stelle ich mich mal direkt wieder auf die Skier und jetzt versuche ich mal durch den Tiefschnee die schwarze Buckelpiste runterzujagen. Das wird wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Also, das heißt, wir haben hier eine Hochleistungskette, einen Hochleistungsprozess des Körpers, der wieder wirklich neues Gewebe darstellt, einbaut und entsprechend regeneriert. Und da ist es wichtig, deinen Körper optimal wirklich dann auch in dieser Zeit und darüber hinaus zu unterstützen.